Wir brauchen schon 3 Stunden, bis wir da sind. Kranker Scheiß hier. Aber egal, machen wir. Ich will den Auftrag haben. Der bringt viel Geld und bringt uns Richtung Heimat. Und wir fahren hier halt auch eine Runde leer. Macht auch mal Spaß zur Abwechslung. Hier wäre jetzt Selbstschalten cool, weil ich nämlich definitiv einen Gang überspringen würde. Was ein Kreisel ist das denn hier? So, ich muss mich jetzt auch wirklich ein bisschen beeilen. Es ist Donnerstag, 2 Uhr. Bis 10 Uhr wollen die das haben. Und ich habe die Befürchtung, dass wir das vielleicht gar nicht mehr schaffen können. Wenn wir jetzt schon alleine 3,5 Stunden fahren. Und dann müssen wir nach Brüssel fahren von da aus. Wird eng. Wird verdammt eng. Also gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Okay, man sollte bremsen. Besser ist das. Ich mache mir aber den Weg frei. Allerdings... Der hält jetzt an, hoffe ich. Perfekt. Ich dränge mich hier so ein bisschen durch. Der zieht mit Anhänger schneller ab als ich. Hau ab, mein Freund. Ich mach das hier. Tschüss. Ab geht der Peter. Jetzt gehen wir aber Gas hier. Und schlafen müssen wir, wenn wir Pech haben, auch noch. Das wird mega knapp. Mega, mega, mega knapp. Also halt das Schlimmste wäre natürlich halt, wenn wir den Auftrag nicht erledigen, ist ja eine Sache. Dann haben wir halt ein bisschen Geld ausgegeben für Sprit, um irgendwo von A nach B zu kommen. Wenn wir aber eine Strafe zahlen müssen, dann ist das eine ganz andere Sache. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich möchte diesen Auftrag haben, weil gutes Geld. Und in die Richtung, wo wir hin möchten. Ich überlege auch gerade, ob ich hier gleich auf der Autobahn mal richtig Gas mache. Bremst mal schön ab da, ja. Was schleicht ihr denn so, Freunde? Dann muss ich euch wohl mal überholen, wa? So, auf geht's. Ich hoffe, die blitzen jetzt hier nirgendwo. Wir haben immer noch 2,5 Stunden zu fahren. Hier ist der Zoll. Beziehungsweise Grenzübertritt. Wir sind wieder in Belgien. So, was sagt denn unsere Zeit? Steht hier nicht irgendwo nächste Pause in 4 Stunden? Ah, ja gut, da haben wir noch Zeit. Das könnten wir vielleicht wirklich noch schaffen, ohne Pause da anzukommen. Ja, wie gesagt, die anderen Beiträge jetzt da von der Firma aus, und das war anscheinend die einzige Firma da, die wären jetzt kacke gewesen. Ich will nicht wieder zurück nach England und jetzt ganz nach Holland hochballern, wäre auch doof gewesen. Und halt, also wäre auch noch machbar, aber der war halt echt nicht so mega gut bezahlt, ne? Weil ich versuche jetzt wirklich darauf zu achten, dass wir das meiste Geld pro Kilometer, ne? Also
den höchsten Kilometersatz raus haben, weil ich glaube, daran verdienen wir auch letzten Endes am meisten dann. Ich weiß ja nicht, was die Karre sich gönnt auf 100 Kilometer oder umgerechnet auf pro Kilometer. So, den snacken wir uns hier direkt. So, 140 Kilometer noch. Mal blinken, dass wir raus wollen. Jawohl, und rüber. Den snacken wir uns auch. Ich glaube, der ist in die Bremse gegangen. So dicht vor den Fahrzeugen wieder einscheren, mögen sie, glaube ich, nicht so. Ah, da wird schon einer müde. Oder sind das hier Lichter? Ah, das sind die Lichter. Ich wollte schon sagen, weil man sieht hier unten am Lenkrad immer, wie es dunkler und heller wird, aber es sind die Lichtschatten. Luxemburg, Köln. Wir müssen Richtung Liege auf jeden Fall weiterhin. Köln? Meinen die unser Köln oder ist das anders geschrieben? Ne, ist unser Köln tatsächlich. Wo das schon ausgeschildert ist, Alter. Das ist ja noch richtig weit weg von hier aus. So. Das Polizei hinter uns? Wollen wir mal nicht hoffen. Aber bislang auch noch kein Ticket gekriegt. Ich glaube halt tatsächlich, weil wir haben es jetzt vorhin in Frankreich wieder gesehen. Ich glaube, war das jetzt Frankreich? Dass. Aha, da kriege ich erstmal eine Discord-Nachricht. Das muss ich mal unbedingt ausschalten, dass Steam und Discord-Nachrichten, die hier, dass die hier im Spiel nichts zu suchen haben. Wollte ich jetzt sagen. Ah ja, dass man schneller fahren durfte, ich glaube 100 und bei uns stand aber 90 oder 80. Also das heißt, das, was da unten auftaucht, das dürfen wir letzten Endes anscheinend fahren. Und ich glaube, deswegen blitzt es hier auch einfach nicht, weil wir hier 90 fahren dürfen. Was sehr gut ist. So, noch 71 Kilometer, 70. 69, 68, passt. Da kommen wir gut hin. Dann sind wir ja um knapp 5 Uhr da. Dann haben wir noch 5 Stunden Zeit nach. Wo wollten wir hin? Brüssel, ne? So, Liege wollen wir nicht. Wir wollen Liege Industriegebiet. Ja, so langsam arrangiert man sich mit dem Spiel so ein bisschen, dass man selber hier aufpasst auf Wege und so weiter und so fort. Düsseldorf, auch schon ausgeschildert. Okay, hier wollen wir trotzdem noch nicht runter. Ja, los, überhol mich. Weiter Richtung Düsseldorf-Köln. Gibt's eigentlich auch. Ach ja, wir können die Karte theoretisch ja noch zoomen. Das ging F5. Köln ist doch schon hier in der Ecke. Und nach Brüssel, wo wollen wir denn hin? Mit dem Eulenanhänger. Auf jeden Fall sind wir schon wieder sehr nah an der deutschen Grenze.
So, lassen wir mal ordentlich rollen. Pause ist schon wieder bald. Dann können wir Gas geben. Ist keine Dolle. Oh doch. Danke, dass du mich vorlässt. Guter LKW-Fahrer. Er hat gesehen, ich habe keinen Auflieger. Da lässt er uns mal durch. Tret, da fahren wir jetzt hin. Und die Städte sind irgendwie, oder viele Ecken sind sehr, sehr gleich aufgebaut. Irgendwo waren wir auch schon mal, da bin ich auch hier so hingefahren, über so einen 30er Weg. Übers Ziel hinausgeschossen. So, gib mal her die Fracht. Ach doch, nach Köln wollen wir damit. Ja, Lüttich Köln, perfekt. Ankunftszeit bis 11:58 Uhr. Auftrag annehmen. Wo steht der Anhänger? Ach, direkt hier vorne. Wie passend. Oh. Ich hoffe, das hat keinen Schaden gemacht. Und auf geht's. Mit dem dicken Radlader da drauf. Rundum Funzel ist noch an. So, die haben wir gut gekriegt, die Kurve. Ja, fahren wir mal nach Köln. 2 Stunden 14. Was sagt unsere Pausenzeit? 2 Stunden. Erwartet bis 11 Uhr. Auweia. 2 Stunden 10. Wird knapp. Wir können jetzt versuchen, wenn wir richtig Knaster machen. Und einfach mal schneller fahren als erlaubt. Dann schaffen wir es vielleicht noch in der Pause, bevor wir die Strafe bezahlen müssen. Oder wir pennen jetzt hier. Ich weiß nur nicht, wie lange er dann pennt. Ob wir unseren Auftrag dann nicht verschlafen. Wir haben nur 6 Stunden Zeit. Knappe 6 Stunden. Oder sogar gut ein bisschen mehr. Ah, es ist schwierig. Schwierig, schwierig. Gehe ich jetzt pennen oder nicht? Anderthalb Stunden. Es werden 20 Minuten überziehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir eine Strafe zahlen müssen oder nicht. Komm, bevor wir eine Strafe zahlen. Halt mir hier lieber an. Pause, jetzt bin ich gespannt. Du kommst eine Weile zu und der Kunde. Alter, da pennt der bis 14 Uhr. Nein, nein! Bist du behindert? Kriegen wir nur noch 3000. Toll. Super. Scheiße. Scheiße, wäre ich nicht schlafen gegangen. Auf jeden Fall haben wir für irgendwas eine Strafe bezahlt. Und die war deutlich höher, als hätten wir ein bisschen überzogen.
Wo kommt auf einmal die Musik her? Habe ich gerade irgendwo Radio angemacht? LKW hat 3% Schaden.